Lucien Favre, Schluss im Sommer, Rashica Transfer im Winter und die Sané-Rückkehr bahnt sich an. Das Ergebnis des Tages, mein Name ist Nico, los geht's. Lucien Favre befindet sich im letzten Vertragsjahr beim BVB und die Stimmen, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird, mehren sich. Kommt nicht richtig überraschend, Favre ist eigentlich schon seit anderthalb Jahren in der Kritik immer wieder und zwar immer wieder für dieselben Punkte. Und genau das soll laut der Sportbild auch die Mannschaft seinem Trainer so ein bisschen vorwerfen. Und zwar zum Beispiel, dass die Mannschaft es nicht schafft, in den richtig wichtigen Spielen auf allen Ebenen dagegen zu halten. Und die Rede ist auch wieder einmal von mangelnder Mentalität. Außerdem soll die Mannschaft so ihre Schwierigkeiten mit dem Personalmanagement haben. Der Supercup gegen die Bayern, als Erling Haaland nach 60 Minuten beim Stand von 2:2 ausgewechselt wurde, soll zumindest ein paar Fragezeichen aufgebracht haben in die Richtung von warum? Alter, wir können ja einen Titel gewinnen. Wie auch immer, die Mannschaft soll den Trainer sehr respektieren, aber eben nicht der Meinung sein, dass man mit ihm Titel gewinnen kann. An dieser Stelle, what's new? Milot Rashica, der wollte ja unbedingt auf den letzten Metern des Transferfensters von Werder Bremen zu Leverkusen wechseln. Nachdem er unbedingt nach England wechseln wollte, nachdem er unbedingt zu RB gehen wollte, nachdem er unbedingt Hauptsache irgendwie wegkommen wollte aus Bremen. Der Transfer zu Leverkusen zerschlug sich in letzter Sekunde. Man hatte nicht genug Zeit und konnte sich nicht über die Modalitäten einigen, denn Leverkusen wollte eine Leihe mit Kaufoption. Und die große Frage war, wie viel Geld muss Leverkusen dann nach einem Jahr für Rashica bezahlen? Doch nun gibt es Medienberichte, dass der Transfer im Winter definitiv sofort durchgezogen werden soll und beide Seiten, Rashica als auch Leverkusen, immer noch Interesse am Transfer haben und eigentlich darauf bauen, dass man im Winter zusammenkommt. Beim FC Bayern darf man sich wohl zeitnah über das Comeback von Leroy Sané freuen. Nachdem der gute Mann sich verletzt hatte, war ja die Sorge bei vielen Bayern-Fans und auch den Verantwortlichen relativ groß. Die Verletzungsanfälligkeit des deutschen Nationalspielers ist ja bekannt und so Muskelverletzungen, Sehnenverletzungen, das ist immer sowas, wo man sagt, ja, ja, zwei Wochen und dann fällt ein Mann ein halbes Jahr aus. Sané allerdings ist schon wieder in vollem Sprinttraining. Der Mann kann unter voller Belastung laufen und demnach ist mit seiner Rückkehr wohl in den nächsten zwei Wochen bereits zu rechnen. Gute Nachrichten also für alle Bayern-Fans. Reden wir kurz über den DFB. Die deutsche Nationalmannschaft liefert sich gestern einen wilden Schlagabtausch mit der Schweiz. 3:3, dabei einige absolut sehenswerte Tore. Das zweite Tor der Schweiz zum Beispiel war überragend, Antonio Rüdiger. Und auch die Tore von Havertz und Werner, durchaus schön anzusehen. Jogi Löw versuchte es gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit nicht mit der Fünferkette, sondern mit vier Jungs im Abwehrverbund und sagen wir es mal so, das hat auch nicht funktioniert. Allerdings, der eine Spieler mehr in der Offensive hat einen ganz klaren Unterschied ausgemacht. Die Mannschaft hatte viel mehr Torchancen, oder das heißt viel mehr, aber zumindest hat man das Gefühl, sie sind besser in der Lage, sich Möglichkeiten zu erspielen. Die große Baustelle bleibt weiterhin die Defensive. Die deutsche U21 unterdessen nutzte die Vorlage von Konkurrent Belgien und übernahm die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe durch einen Sieg über Bosnien-Herzegowina. 1:0. Lukas Mcea, dessen Namen ich hoffentlich noch lerne, richtig auszusprechen, sorgte für das einzige Tor des Tages und die Leistung der U21 war so, Hauptsache gewonnen. Überraschende Nachrichten aus Frankreich. Houssem Aouar, da hieß es ja die ganze Zeit im Transferfenster Arsenal. Der geht zu Arsenal. Vielleicht waren das aber auch einfach nur die Arsenal-Fans, die uns das erzählt haben. Denn laut France Football, dem für gewöhnlich relativ gut informierten französischen Sportmagazin, soll er vor einem Transfer zu Juventus Turin gestanden haben. Man war sich einig über Ablöse und auch Aouar und Juve waren sich einig. Doch im Gegenzug sollte Bernardeschi auf Leihbasis ein Jahr zu Lyon gehen und der sagte, auf gar keinen Fall. Bei Real Madrid macht sich wohl langsam aber sicher etwas Nervosität breit und der Kern des Anstoßes? Stein des Anstoßes, jawohl, ist der Vertrag von Sergio Ramos. Der Kapitän und die absolute Führungsfigur von Real Madrid ist im letzten Vertragsjahr und soll eigentlich verlängert werden. Das wollte man bereits im Winter erledigen, dann kam die Corona-Krise und Real sagte, erstmal kein Geld ausgeben. Nun ist wohl die Problematik immer noch dieselbe. Sergio Ramos fordert 2 Jahre Vertrag und eine saftige Gehaltserhöhung und Real Madrid bietet 1 Jahr und eigentlich keine Gehaltserhöhung. Und so richtig nah zusammen ist man da noch nicht. Und wie spanische Medien berichten, gibt es internationale Topclubs, die Schlange stehen, um Sergio Ramos ablösefrei zu verpflichten. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nachher gibt's noch ein Q&A. Außerdem nehmen wir Sektion Radioverbot auf. Das kommt dann wie immer morgen. Wir sehen uns zu den Daily News. Auf Wiedersehen.